Herr Wachbrink, was sind Ihre Aufgaben als Landesbeauftragter für den Datenschutz? Ja, als Landesbeauftragter ist man ein ziemlicher Exot. Die meisten Leute, die das gemacht haben in der Vergangenheit, sind aus dem Mittelmanagement des Innenministeriums aus Niedersachsen gekommen und haben das dann sozusagen als eine bürokratische Fortsetzung geführt. Bei mir ist es auch so, ich war zwar auch im Innenministerium, aber bei mir fing es alles ein bisschen tiefer und normaler in Anführungszeichen an. Ich bin, wenn ich das vielleicht mit zwei Sätzen vorschalten kann, sozusagen Niedersachsen in Osnabrück aufgewachsen. Dann habe ich erstmal das ehrbare Handwerk eines Finanzbeamten gelernt und dann Jura studiert, bei der Bezirksregierung gearbeitet, zwei Ministerien, Staatskanzlei, damals noch unter historischen Zeiten unter Schröder. Und dann wieder zurück ins Innenministerium und jetzt seit 8 Jahren habe ich diesen Exotenposten. Was macht man als Datenschützer? Kaum einer weiß das, weil das ist auch nur eine ganz kleine Behörde mit knapp 30 Personen. Und die Aufgabe ist es, das Schlimmste zu verhüten, was man als Teilnehmer der modernen Gesellschaft und auch als IT-Teilnehmer erleben kann. Das ist so ein bisschen, wir sind so diejenigen, die den Rettungsgurt erfinden müssen für das, was an Unfällen im IT-System passieren kann. Ist das jetzt so, das in etwa, was Sie... Was Ihnen so reicht? Ich hätte gelesen, 2 bis 3 Minuten, da wollte ich nicht 20 bis 30. Das ist auch sehr gut so, deshalb habe ich auch nur ein Mikrofon, um dann zur Not einschreiten zu können. Herr Wagner, was steht hinter Deutschland sicher im Netz und was sind Ihre Arbeitsschwerpunkte? Bitte auch kurz, dann können wir gleich in die Fragerunde. Ja, also Deutschland sicher im Netz ist ein Verein, der 2006 im Prozess des IT-Gipfels ins Leben gerufen wurde. Seit 2007 ist er dann auch tatsächlich ein Verein und er steht unter der Schirmherrschaft des Bundesinnenministeriums. In dem Verein engagieren sich Unternehmen, andere Vereine, wie zum Beispiel das Deutsche Kinderhilfswerk und andere Gruppierungen, die sich der IT-Sicherheit und der Sicherheit im Internet verpflichtet fühlen. Das heißt, wir leisten ganz konkrete Aufklärungsarbeit, damit ein aufgeklärter Bürger sich verantwortungsvoll mit Informationstechnologien auseinandersetzen kann und das Internet auch sicher nutzen kann. Das tun wir in ganz, ganz verschiedenen Projekten und Handlungsversprechen unserer Mitglieder für Verbraucher, Kinder und Jugendliche, Senioren und aber auch kleine und mittlere Unternehmen. Das sind so die Schwerpunkte. Und wer steht jetzt dahinter? Was sind das? Genau, also wie gesagt, wir arbeiten zusammen mit dem Bundesinnenministerium, der ist der Schirmherr, sind aber getragen hauptsächlich von unseren Mitgliedern, wie gesagt, eben Unternehmen. Wir haben insgesamt 17 Mitglieder. Da finden sich dann Namen wieder wie Microsoft, die DATEV, das Deutsche Kinderhilfswerk, die freiwillige Selbstkontrolle in Multimedien. Es ist also eine sehr bunte Mischung aus verschiedenen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gruppierungen, die alle das eine Ziel haben, eben einen konkreten Beitrag zur IT-Sicherheit zu leisten. Finanzieren tun wir uns über die Mitgliedsbeiträge, aber eben auch über Förderprojekte, die wir dann mit also nicht nur dem Bundesinnenministerium durchführen wollen, sondern eben auch vertrauensvoll mit dem Wirtschaftsministerium und noch anderen Ressorts. Herzlichen Dank für diese einführenden Erläuterungen.